Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Als eine der wenigen internationalen Organisationen sind sie in Israel geblieben, die 12 Brüder der internationalen Benediktinergemeinschaft. Mit einem Haus am See Genezareth und der Abtei Dormitio in Jerusalem. Dass es den Brüdern finanziell nicht gut geht, sieht man auf der Homepage. Als erstes steht da ein Spendenaufruf. Aber das ist nur die finanzielle Sicht, sagt Abt Nikodemus Schnabel. Geistlich geht es uns hervorragend. Also das kann ich wirklich sagen von uns Brüdern. Wir sind zurzeit 12. Weiß gerade jeder, warum er morgens aufsteht. Und wir sind wirklich miteinander im Gespräch. Und eigentlich jeder hat nochmal sich neu entschieden, ja, Mönch im Heiligen Land zu sein. Also man muss wissen, wir wurden aufgefordert von der Bundesrepublik Deutschland, das Land zu verlassen. Es besteht ja leider immer noch eine offizielle Reisewarnung. Das heißt, auf der Ebene geht es uns gut und vielleicht können wir doch darüber reden, wie sinnvoll wir unser Leben erleben. Auf der anderen Seite eben nicht gut geht es uns. Wir sind sehr abhängig finanziell von Pilgern und Touristen. An sehr guten Tagen, wir haben ja 2 Klöster, Tabgamsee Genezareth, der Ort der wunderbaren Brotvermehrung, die Speisung der 5000, die Dormitio, Ort des letzten Abendmahls, Pfingsten, Entschlafung Mariens. Wie gesagt, an guten Tagen haben wir bis zu 5000 Pilgern. Für 5000 Pilger haben wir natürlich eine entsprechende Infrastruktur. Angestellte, die Toiletten putzen, die Kirche putzen, die einfach als Wächter da sind, die für Ordnung sorgen. Momentan ein sehr guter Tag ist gerade, wenn wir 50 Leute haben, zusammen an beiden Orten. Ich habe aber eine Infrastruktur für 5000. Und seit Oktober, wie gesagt, bezahle ich eigentlich lokale Mitarbeiter fürs Rumstehen, fürs Dasein. Und ich habe aber gleichbleibende Ausgaben, aber so gut wie keine Einnahmen. Und ich möchte einfach, ja, da ganz offen kommunizieren. Ich spüre die Solidarität mit unseren Angestellten. Gerade in Jerusalem sind das vor allem Christen aus Bethlehem. Da gibt es auch keine Kurzarbeit, keine soziale Abfederung. Wenn ich die entlasse, entlasse ich die direkt in die Armut. Und deswegen unsere ganz offene Bitte, bitte helft uns, dass wir solidarisch mit unseren Glaubensgeschwistern stehen können und sie nicht zu Bettlern machen. Momentan gehen wir an unsere Altersvorsorge. Ich schmelze meine harten Reserven ab. Das ist finanziell hochriskant. Aber auch das haben wir offen kommuniziert im Konvent. Ich glaube, später, wenn ich mal vor Gott stehe, wird er im Himmel mich, glaube ich, nicht fragen, hast du immer gut auf deine Altersvorsorge geschaut? Er wird mich aber wahrscheinlich fragen, ja, wie bist du mit den dir anvertrauten Menschen umgegangen in diesen schwierigen Zeiten? Wenn nur noch 50 statt 5000 Pilger kommen, was ist dann jetzt Ihre Aufgabe, die so wichtig ist, dass Sie sogar sagen, gerade jetzt wissen wir, dass wir hier richtig aufgehoben sind? Genau, also unsere allererste Aufgabe ist, und das ist schon prophetisch, wir sind nicht gegangen, wir sind geblieben. Sie müssen sich vorstellen, alle anderen ausländischen Institutionen, da ist nichts mehr. Goethe-Institut ist zu, die ganz politischen Stiftungen, die sind abgezogen. Die Diplomaten, das ist sozusagen auf so Notbesatzung. Das heißt zum Beispiel Diplomaten, die Kinder haben, kleine Kinder, mussten das Land verlassen. Ausländische Studierende sind so gut wie keine im Land. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, es gibt nicht diese klassische ausländische Präsenz im Land. Wir sind einen der ganz wenigen Deutschen, die überhaupt im Land sind. Und wir sind nicht nur da, wir sind öffentlich da. Das heißt, wenn Sie jetzt sich in den Flieger setzen, was Sie übrigens können, und ich lade jeden noch dazu ein, da bin ich jetzt mal ganz frech und sage, missachten Sie die Reisewarnung der Bundesrepublik Deutschland, kommen Sie, man kann kommen und Sie werden erleben, Tabqa Jerusalem, unsere Kirche ist auf, unsere Cafeteria ist auf, unsere Läden sind auf und wir haben in Treue unsere Gebetszeiten. Das heißt, wir bieten unser Leben an, als ob es ein ganz normales Leben wäre. Und da gibt es sehr, sehr viele Menschen, Juden, Christen, Muslime, die sagen, wow, wir nehmen wahr, eure quasi Mitbürger aus Europa sind alle abgehauen. Ihr seid hier geblieben. Und ihr seid nicht nur hier geblieben, ihr seid da und ihr haltet in Treue eure Gebetszeiten. Und jetzt geht es noch weiter. Natürlich ist nicht jeder religiös musikalisch. Wir haben überlegt, was kann jetzt auch unsere spezielle Berufung sein. Gerade letztes Jahr, aber auch dieses Jahr, wenn man da auch auf den sozialen Netzwerken uns folgt, auf der Homepage, wir machen viele Konzerte.
Im Oktober, November, gerade nach dem 7. Oktober, ist ja das Leben komplett zusammengebrochen. Israel hat ja, alle Kräfte mobilisiert, alle Reservisten eingezogen und es gab keine Konzerte. Konzertsäle waren zu, Kinos waren zu, Restaurants, Bars waren zu. Waren oder sind? Waren sind mittlerweile auf, das heißt mittlerweile gibt es wieder so ein Erwachen, es gibt eine merkwürdige neue Normalität, die natürlich auch nochmal was ganz Eigenes hat, weil sozusagen, wenn man gerade keine Nachrichten konsumiert und in Jerusalem ist, dann denkt man sich komisch, warum sind die Restaurants so leer, warum sind die Kinos so reduziert und man fragt sich, wo sind die ganzen Pilger, aber es gibt wieder ein Leben, aber gerade in den allerersten Wochen, ich rede jetzt wirklich von Oktober, November, Dezember. Da waren wir der Konzertsaal. Also wir hatten zum Beispiel ein großes Benefizkonzert für Vivian Silver. Wir hatten Judas Maccabeus, das Oratorium bei uns, aufgeführt. Und das war etwas, das wurde sehr stark wahrgenommen. Und das war auch für mich gerade, wenn wir über Judas Maccabeus reden. Die Kirche war bummvoll. Zum Glück gilt nicht deutsche Brandschutzverordnung, weil es war also jenseits von Gut und Böse, wie voll unsere Kirche war. Und da saßen dann wirklich Juden, Christen, Muslime. Da saßen eben die Juden mit Kippa, die Muslime mit Kopftuch und die verschiedensten christlichen Mönche, Kopten, Syrer, Franziskaner, alle gut erkennbar. Und dann habe ich auch so am Anfang gesagt, ja, das ist eigentlich auch ein Zeichen. Wir können momentan nicht miteinander reden, weil das ist tatsächlich so. Also ich habe ja sehr, sehr viele jüdische und palästinensische Freunde, auch unseren Angestellten. Wir haben jüdische, christlich-muslimische Angestellte. Da ist jeder in seinem Leid gefangen. Es ist wirklich so ein Ozean von Leid und jeder guckt natürlich erstmal so auf seine Gruppe. Dann habe ich gesagt, ja, ich spüre das. Momentan fehlt vielen die Kraft, auf das Leid der anderen Seite zu schauen. Wir können aber schon gemeinsam hier in der Domitio zusammensitzen und gemeinsam Musik hören. Und ich finde, das ist schon so ein Hoffnungszeichen. Oder auch religiös, vielleicht etwas, was für mich der entscheidendste Tag war. Das war der 17. Oktober, 10 Tage nach dem 7. Oktober. Unsere Studenten vom Studienjahr sind größtenteils geblieben. Da muss ich auch sagen, hatte ich ganz großen Respekt vor diesen jungen Leuten, die nicht gegangen sind. Und dort haben wir dann 24 Stunden von 0 Uhr bis 0 Uhr unter dem Kreuz ausgeharrt und haben die Psalmen gebetet, die 150 Psalmen, weil wir gesagt haben, es braucht jetzt keine Statements, es braucht keine Erklärung, das braucht keiner. Wir können das Unsagbare auch nicht sagbar machen, sondern einfach vertrauen auf diesen uralten Gebetsschatz der Kirche, die Psalmen, die alle Christen gemeinsam beten, die Juden. Und wenn die Muslime den Koran rezitieren, klingt das genauso. Und da war für mich so der Höhepunkt, dass um 23 Uhr kam eine Gruppe von Juden, die haben gesagt, ja, in der Stadt erzählt man sich, er betet hier für den Frieden, dürfen wir uns hinten reinsetzen und mit dabei sein. Und das sind alles so Punkte, warum ich wirklich sage, geistlich geht's uns gerade gut, wir wissen, warum wir als Mönche gerade da sind. Aber wie gesagt, finanziell Christen ist es herausfordernd. Sind ja eine kleine Minderheit, knapp 2%. Ist es das, was Sie tun können? Also Sie können ja, glaube ich, nicht die großen Vermittler sein. Ist es das, was Sie tun können? Da sein, beten. Das tägliche Friedensgebet findet sich direkt auch auf der Homepage. Ja, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das mal so sagen, dass wir keine Vermittler sein können. Das ist auch richtig so. Also wenn man sieht, wir haben, also 2% ist schon eine wohlwollende Schätzung. Man kann eher sagen, so Richtung 1,3, 1,7. Wie gesagt, ich will jetzt nicht über Statistiken reden. Sagen wir zwischen 1 und 2%. Das ist auf jeden Fall eine kleine Minderheit. Und die noch aufgeteilt in verschiedenste Konfessionen, also 50 Konfessionen, davon 13 alteingesessen. Das ist also auch nochmal eine ganz, ganz bunte Truppe. Übrigens auch sehr bunt, das ist auch spannend, von der nationalen Zugehörigkeit. Wir haben natürlich die größte Gruppe, sind palästinensische Christen, das heißt mit Arabisch als Muttersprache. Wir haben aber auch eine wachsende Gruppe von hebräisch sprechenden Christen mit israelischer Staatsbürgerschaft. Und wir haben, und die Menschen sind mir sehr, sehr nah, weil ich für sie lange zuständig war, bevor ich Abt wurde, die ganzen, sage ich mal, unsichtbaren Christen oder sagen wir es brutal, die modernen Sklaven, nämlich die ganzen Migranten und Asylsuchenden, die allein katholischerseits in Israel über 100.000 ausmachen. Da reden wir halt eben von Filipinos, Sri Lankesen, Inder, aber auch Lateinamerikaner, Afrikaner und natürlich dann die ganzen Expat-Christen, also sprich deutsche Benediktiner, französische, dominikanische, italienische, franziskaner. Das ist
schon eine sehr, sehr bunte Truppe. Und natürlich, wenn man sich vorstellt, in einer Fußballhalle 100 Leute, davon ein oder zwei Christen, und die ein oder zwei sollen jetzt vermitteln, sag ich mal, zwischen 48, 49 Juden, 48, 49 Muslimen, das ist natürlich total absurd. Also das ist klar. Sondern ich glaube, unser Auftrag als Christen ist es, glaubwürdiger Christ zu sein. Und das ist tatsächlich etwas, ich habe ja zum Glück sehr, sehr viele jüdische und muslimische Freunde. Und wenn ich mit denen rede, es gibt immer so zwei beliebte Themen. Es gibt immer das Thema, was sie so überhaupt nicht verstehen, aber ich will da gar nicht das vertiefen, das ist die Trinität, warum wir so ein kompliziertes Gottesbild haben, warum nicht ein Gott, Schluss. Aber das andere, was sie immer faszinierend finden, das ist unser Mitgliedschaftskonzept. Dass sie sagen, wir finden total genial und wir nehmen das wahr, weil wenn wir jetzt mal Konvertiten außen vor lassen, ist Jude, wer eine jüdische Mutter hat, Punkt. Muslim, wer einen muslimischen Vater hat, Punkt. Das heißt, mit der Geburt gehöre ich zu einer Religion. Christ werde ich nicht durch die Geburt. Ich kann noch so gläubige Eltern haben, Christ werde ich durch die Taufe. Das heißt, das Christentum ist eine Religion, was sagt, wir sind eigentlich durch die Taufe, werden wir entwurzelt diesem sehr familiären, vielleicht auch ethnischen Denken und werden eigentlich hineingenommen eine neue Familie, die sich eben nicht festmacht an kultureller Einheit oder gleicher Hautfarbe oder gleicher Muttersprache, sondern wirklich die Gemeinschaft der Getauften. Und das finde ich beim Christentum so spannend, nämlich auch jetzt im Krieg, in einer Synagoge werden sie nie Arabisch hören, in einer Moschee nie Hebräisch. Wenn wir Christen Gottesdienst feiern, wir Katholiken, jetzt rede ich nur mal von uns, große Gottesdienst, dann ist es selbstverständlich so, dass eine Lesung auf Arabisch ist, eine andere auf Hebräisch und die Fürbitten in anderen Sprachen, weil wir eben, jetzt mal auf unseren Bischof geguckt, Pier Battista Pizzaballa, jetzt Kardinal, lateinischer Patriarch, er hat eben mehrere Vikariate, also mehrere Teile seiner Diözese, die ihm zugeordnet sind, eben davon zum Beispiel eines Palästina, das arabisch sprechend ist. Er hat aber auch das Vikariat für die hebräisch sprechenden Katholiken, die hebräisch sprechen. Und zum Beispiel das Vikariat, dem ich lange vorstehen durfte, für die Migranten und Asylsuchenden. Das heißt, auch in diesem Krieg, vielleicht gehen wir da mal sehr konkret, weil das werde ich oft gefragt, wo steht denn die Kirche? Wo stehen Sie und direkt damit verbunden, auf welcher Seite stehen Sie? Links, rechts, es gibt nur Ja, Nein? Exakt. Ja. Also genau, diese Frage ist die häufigste Frage und ich merke auch, wenn ich Vorträge habe, ich merke schon, wie Leute so mustern, okay, wo haben wir den einzuordnen? Ist der jetzt pro Israel, pro Palästina, was will der uns verkaufen? Und da kann ich sagen, und ich wiederhole es gerne auch hier, ich bin weder pro Israel noch pro Palästina, ich bin pro Mensch. Und damit ist es nicht nur meine Privatmeinung als Abt Nikodemus, sondern es ist wirklich die Meinung der katholischen Kirche vor Ort. Und ich würde sogar sagen der Christen, weil wir ökumenisch sehr im Kontakt sind, weil eben es verbietet sich für uns, so eine super eindeutige Meinung zu beziehen. Wenn wir mal kurz auf diesen Krieg, auf so ein paar Momente hineinblenden. Der 7. Oktober war für uns als katholische Kirche eine Katastrophe. 4 meiner Glaubensgeschwister wurden ermordet durch die Hamas. Und zwar, wir reden hier von 3 Philippinas und 1 Philippino. Eben diese modernen Sklaven, die dort als Altenpfleger in den Kibbutzim gearbeitet haben, die bei den alten Menschen geblieben sind, die brutalst ermordet wurden. Das heißt, der 7. Oktober, und natürlich, es wurden auch Gläubige entführt, nach Gaza, mittlerweile wieder frei. Es wurden Gläubige verstümmelt. Einer der Chinesen hat beide Beine verloren. Und es gab auch wirklich Traumatisierung. Gerade die Sri Lankesen, da weiß ich von ein paar, die wirklich in den Schutzräumen da ausgeharrt haben und wirklich Todesangst durchstanden haben. Das heißt, wenn wir über diesen 7. Oktober reden, können wir sagen, wir als katholische Kirche waren unmittelbar mit betroffen. Der 7. Oktober war auch für uns ein schwarzer Tag. Wenn wir oben den Norden gucken, die Hisbollah und Israel, auch dort haben wir tatsächlich mittlerweile einen katholischen Getöteten, einen Inder, einen syro-malabarischen Katholiken, den eine Rakete von Hisbollah getötet hat. Und im Gaza? Genau, das wäre das andere. Und wenn wir jetzt nach Gaza gucken, in Gaza stand heute, wenn ich richtig informiert bin, 36 getötete Christen, palästinensische Christen durch die israelische Armee, direkt oder indirekt, also die meisten direkt halt durch Luftschläge, sondern die Kollateralschäden oder Scharfschützen. Indirekt bedeutet es, dass keine medizinische Hilfe rechtzeitig zu ihnen kommen konnte. Das heißt, wenn wir über das Leid der Menschen in Gaza reden, über die humanitäre Katastrophe, reden wir immer auch
von Glaubensgeschwistern. Ein zum Teil zerstörtes christliches Krankenhaus auch, ne? Wir könnten jetzt reinzoomen in alles. Ich sag mal, alles, was in den Medien herumläuft, ich glaube, es mangelt ja nicht an Bildern und Informationen. Ich kann immer nur sagen, wenn wir über Gaza reden, die humanitäre Katastrophe, zerstörte Häuser, getötete Menschen, Mütter, die ihre Kinder aus den Trümmern ziehen, all das, da kann ich immer nur sagen, ja, und wir Katholiken sind mit betroffen. Genauso, wenn wir um den 7. Oktober reden, also sprich Geiseln, sprich Vergewaltigungen, sprich Tötungen. Auch da kann ich sagen, ja, und wir als katholische Kirche sind mit betroffen. Und das zeigt es schon mal, es ist nicht so einfach, wie es gern manche hätten, wo die dann sagen, ja, wo steht der denn? Und sagt, ja, was, wir stehen auf der Seite der Menschen. Und jetzt kommt für mich eine ganz wichtige theologische Aussage auch. Ich tue mich sehr schwer mit diesem, ja, Israel-Flagge, Palästina-Flagge, Hashtag I stand with Israel, Hashtag Free Palestine. Da muss ich sagen, ey Leute, mein erster Wunsch wirklich an alle Glaubensgeschwister hier in Deutschland, packt eure Flaggen weg und packt eure Hashtags weg, weil das ist wirklich Menschenwerk. Wir reden hier nicht über ein Fußballmatch, so Deutschland gegen Frankreich oder so, und wo jeder seine Flagge da schwingt. Das ist doch alles Menschenwerk. Flaggen können geändert werden, sehen wir andauernd ändern Staaten ihre Flaggen. Eben Frankreich hat ja das Blau nochmal nachgedunkelt vor kurzem und so, das kann man alles, genauso Hymnen kann man auch ändern, das auch Grenzen kann man auch verschieben, das ist alles, dafür hat Gott uns Verstand und Vernunft und die Fähigkeit zur Kommunikation geschenkt, da sollen wir Menschen ganz säkular uns hinsetzen und sagen, okay, wie wollen wir das regeln? Und da haben Christen auch keine höhere Kompetenz als andere. Nein, überhaupt nicht, sondern die Kompetenz, die wir haben und als religiöse Menschen mit Juden, Muslimen zusammen, ist darauf hinzuweisen, was ist denn wirklich kostbar, was ist denn wirklich göttlich, was denn wirklich entzogen jedem demokratischen Entscheidungsprozess. Und wir hatten jetzt 75 Jahre deutsches Grundgesetz. Säkular formuliert ist das, was ich religiös sagen will. Religiös heißt es, jeder Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen, ist eben der Mensch. Im säkularen Gewand Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da glauben wir ja auch, dass sogar der Bundestag und Bundesrat sogar mit einer einstimmigen Mehrheit diesen Artikel nicht ändern kann, weil er eben vorstaatlich ist, weil er uns entzogen ist als Menschen. Und das ist etwas, was wir als Kirche jetzt stark machen. Leute, hört auf, irgendwie Staaten, Grenzziehungen irgendwie zu sakralisieren. Das ist wirklich für mich auch Blasphemie, als ob Gott da irgendwie im Atlas im Himmel sitzt. Sondern was wirklich kostbar ist, ist der Mensch mit seiner unverlierbaren Würde. Und das finde ich schon auffällig, dass beide Seiten, die Extremisten beider Seiten, genau das in Frage stellen. Eben indem sie die andere Seite dehumanisieren. Also ich erinnere mich besonders, der Verteidigungsminister nahm 7. Oktober von Israel, einer seiner ersten Äußerungen, die ich absolut skandalös fand, wo er gesagt hat, oh, wer so etwas tut, ist kein Mensch, sondern Tiere in Menschengestalt. Das ist die Humanisierung. Und genauso, wenn man der Hamas-Propaganda zuhört, die sagt, naja, wer so etwas tut, das sind keine Menschen, das sind Monster. Da würde ich sagen, nein, hier kämpfen nicht Tiere in Menschengestalt gegen Monster, sondern Menschen töten Menschen und Menschen sterben durch Menschenhand. Und das bitte nicht verschleiern, sondern momentan verliert die Menschheit. Und das ist Aufgabe von allen Religiösen und gerade von uns Christen, das klar zu machen. Es geht hier darum, jedes Menschenleben, was gerade vernichtet wird, ist eines zu viel. Und wir müssen wirklich die Heiligkeit des menschlichen Lebens hier nochmal sehr stark betonen. Und natürlich, und jetzt setze ich noch einen drauf und dann wird's richtig skandalös. Und ich weiß, damit trigger ich viele Leute, aber da kann ich auch sagen, was ich jetzt sage, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist nicht Nikodemus Schnabel, sondern Jesus von Nazareth. Ist nämlich, und übrigens auch in der Benediktsregel, die ich bei meiner Abtsweihe vor einem Jahr überreicht bekommen habe, da steht klar drin, ich soll für die beten, die mich verfluchen. Ich soll sogar für meine Feinde beten. Und auch das würde ich sagen, ist eine stark christliche Botschaft, nicht den Feind zu dämonisieren, sondern sogar den Mut haben zu sagen, es ist das unfassbar Schlimmste und Sündhafteste, was ein Mensch tun kann, einen anderen Menschen zu töten, zu vernichten und zu beten, dass sein Herz sich bekehrt und hoffentlich einen barmherzigen Gott findet. Und das machen tatsächlich meine Glaubensgeschwister. Also ich kann sagen, am stolzesten war ich wirklich auf meine Glaubensgeschwister am 2. November. Ich habe ein Requiem gefeiert für die 4 ermordeten Filipinos. Und dort fand ich ganz, ganz berührend, war die erste Fürbitte der Filipinos. Sie sagt, der Gottesdienst war vollkommen klar, wir trauen um die 4 durch die Hamas ermordeten Mitgeschwister. Und die erste Fürbitte war, lieber Gott, schütze unsere Glaubensgeschwister in Gaza,
die um ihr Leben zittern. Also erstmal diese Größe, wir haben auch auf der anderen Seite der Mauer Glaubensgeschwister. Und die zweite Fürbitte war, lieber Gott, bekehre die Herzen der Hamas und lass sie deine Barmherzigkeit finden. Das war so der Moment, wo ich dachte, ja, diese verachteten modernen Sklaven haben, glaube ich, von unserem Glauben, vom Christentum mehr verstanden als manche, die in Führungsposition sind. Glauben Sie da an die Kraft des Gebetes? Absolut. Absolut. Da kann ich auch sagen, ich bin ein Mensch des Gebetes. Wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich sagen, was soll der ganze Quatsch? Also ich bin kein Zyniker. Ich sehe leider, das ist übrigens die Krankheit der Intelligenten im Land, muss ich auch sagen. Es gibt, manche werden aggressiv, manche werden depressiv. Ich merke sehr stark, viele, die so als Diplomaten tätig sind, auch Journalisten, auch viele andere, werden halt so zynisch, weil es ist so rein menschlich gesehen total verfahren. Es ist wirklich, es ist eine Situation zum zynisch werden. Und da würde ich sagen, aber das vergiftet die Seele und hilft niemanden, sondern ich glaube wirklich, und was mich da auch tröstet, ich kenne so viele wunderbare Menschen, und da meine ich jetzt wirklich christliche Glaubensgeschwister, aber auch Juden, Muslime, die in diesem Leid sagen so, und jetzt müssen wir über Versöhnung reden, über Frieden und über Zusammenleben, und ich glaube an eine Zukunft. Und da bin ich sagen, ich bin auch ein österlicher Mensch, mir sind zwei Osterorte anvertraut. Die Domizio ist ein Ort, Abendmahlsaal, wo der Auferstanden erschienen ist, und Tapka am Seeufer von See von Genezareth. Also ich habe zwei Osterorte. Da würde ich sagen, das ist mein Osterglaube. Und jetzt wird's nämlich ernst. Glaube ich das, was ich so gerne erzähle? Mein Osterglaube sagt mir, wo wir Menschen nur Tod, Vernichtung, Hass, eine schwarze Wand, Vernichtung sehen, kann Gott neues Leben, Versöhnung, Frieden und neuen Anfang schenken. Und das ist mein tiefer Glaube. Abt Nikodemus, Sie haben sich als Benediktinermönch nicht dazu entschieden, mal ein paar Monate in Jerusalem zu verbringen, sondern Ihr Leben dort zu verbringen. Werden Sie noch Jerusalem als Stadt des Friedens erleben? Ich hoffe, dass tatsächlich, es klingt so ein bisschen, sagen, ja, ist ja alles, also ich höre ja immer alles, warum alles nicht geht und alles schlimm ist und alles absurd ist. Aber wenn ich jetzt überlege, gerade am 7. Oktober wurde immer sehr stark auf den Yom Kippur-Krieg auch nochmal erinnert. Also wenn man da überlegt, also Yom Kippur-Krieg, welcher Abgrund das war für den gesamten Nahen Osten. Und dann wirklich nur ein paar Wochen später oder Tage später kommt Sadat, der ägyptische Präsident, und spricht vor der Knesset, kommt nach Israel. Mein Golda Meir hat noch gesagt, eher wächst Gras aus meiner Hand, als dass der ägyptische Präsident kommt. Und es gab diese Sternstunden der Geschichte. Und was ich spüre, und ich meine, das ist ja das Positive. Ich glaube, dieses Weggucken und sagen, naja, dieser Nahosten, irgendwie geht das weiter, das ist vorbei. Ich glaube, wenn die arabische Welt, die westliche Welt, Israel, Palästina, wenn alle sich zusammensetzen und sagen, was wir erlebt haben, das wollen wir nie wieder erleben. Diese sinnlose Vernichtung menschlichen Lebens, also dieses einfach auch dieses keine Lösung haben, dass ich wirklich glaube, dass vielleicht jetzt ein Impuls kommt, wo sich ganz viele zusammensetzen und sagen, jetzt ist der Moment zu sagen, wo soll diese Region wirklich hin? Und ich finde, die Aufgabenstellung ist vollkommen klar. Wie finden die jüdischen Israelis Sicherheit und die Palästinenser Freiheit? Und ich glaube, das ist schaffbar. Es braucht einfach den Willen zum Kompromiss. Und und deswegen, ich glaube daran, dass vielleicht aus diesem Schrecken ja eine Chance vielleicht erwachsen kann, weil alle wirklich sagen, nie wieder wollen wir das erleben, dass es eine neue Zukunft gibt und vielleicht einen echten Neuanfang, wo es eben nicht Gewinner und Verlierer gibt, sondern Gewinner auf beiden Seiten.